Mann mit 2:17:32. Der Ralf Henkeler fährt auf den Drittführer mit 2:16:86. 2:16:86. Neue Dritte, Ralf Henkeler. Jetzt sind wir gespannt auf den Krieger Zimmermann. 2:16:89, Christian Zimmermann Rang 4. Also, er geht einen zurück, der Ralf Henkeler hat ihn überholt. Simeon Schneider, greift der Zeit von Marcel Muzzarelli mit 2:16:22 an. Er greift sie sicher an. Kann er sie unterbieten? Ja, 2:16:04. 2:16:04, Simeon Schneider überholt Marcel Muzzarelli. Aber der Mutzi ist noch nicht im Ziel. 2:16:04, momentan Leader Simeon Schneider. Uhr läuft beim Mutzi und bleibt still bei 2:15:87. Der Mutzi hat eine Antwort, er übernimmt wieder die Spitzen. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Der Sandro Fehr, der Sechstklassiert im Moment. Auch ihm traue ich noch so eine Zeit zu. Tour steht bei 16:91, Rang Nummer 4 für den Sandro Fehr. Also im Moment Reihenfolge: Muzzarelli, Schneider, Henkeler, Zimmermann, Fehr. Gibt es noch mal einen, der hier führen könnte? Es fehlt noch der Benny Flammer. Der Benny Flammer hat den zweiten Lauf noch nicht absolviert. Aber beim Mutzi geht es jetzt natürlich darum, ist der zweite Lauf super gewesen? Hat er nicht döckelt? Da wissen wir erst etwa 10, 15, 20 Minuten. Schauen wir mal, ob Milena Kruse Miss Yokohama ihr Ziel erreicht, dass sie von hinten her nicht die erste ist. Ja, im Moment sieht sie gut aus. Milena Eno. Uno Gleiko mit einer Zeit von 2:19:55 auf Rang 16. Und jetzt sehen wir den Patrick Flammer mit dem 3:37 im Infield. Also, ich denke, das ist, nein, der Fabel Eckenberger haben wir noch. Machen wir die Rechnung nicht ohne den Fabian. Also noch zwei heiße sind im zweiten Rennlauf. Also an Marcel Muzzarelli, seine Zeit ist 2:15:87. Wenn man aufs Podest will, muss man 2:16:85 fahren. Patrick Flammer. Jetzt kommt er Richtung ACS-Kurve. Schauen wir mal den Gang an. Ja, rauchende Kulz, also durchdrehende Räder, haben Sie gesehen, es hat geraucht. Der Paddy fährt natürlich viel aggressiveren Fahrstil als der Marcel Muzzarelli. Das können wir beurteilen. Was besser ist, überlassen wir den Zeit. Cyril Brunel, 2:19:44 auf der guten 16. Rang. Gilbert Denzer mit 2:19:58 ist am 18. Also, jetzt ist auch